Hallo liebe Star Wars Fans und Filmfreunde, hier ist euer Voice 80 und ihr seht schon, wo ich mich befinde, in meinem Zimmer vor den ganzen Star Wars Schiffen. Und ja, ihr wisst ja, was heute ist. Heute ist der 14.12.2016 und heute Nacht um 0.01 Uhr beginnt die Vorpremiere zu Star Wars Rogue One, a Star Wars Story. Und wie gesagt, ich bin schon extrem gespannt auf diesen Film. Ich habe mich wieder kein bisschen davor informiert. Habe auch natürlich nicht mal den letzten Trailer mehr angeguckt. Habe mich jetzt komplett mal treiben lassen. Ich habe auch wirklich null Erwartungen. Denn ich habe Angst, wieder hier enttäuscht zu werden, wie eben bei Episode 7. Deswegen gehe ich jetzt hier komplett ohne Erwartungen ran. Und bin dann wahrscheinlich extrem euphorisch, wenn ich diesen Film dann gesehen habe oder nicht. Mal gucken. Habe wirklich mich noch nichts davon informiert. Und eben hier... Da ist die Karte. Ja, ja, ja. Cool, ich freue mich. Und ich gehe heute mit meinen zwei Kumpels und mit einer Freundin, also von einer Freundin von meinem Bekannten. Scheiße, also nein, ich habe keine weitere Freundin neben meiner Frau. Nein, ich bin glücklich verheiratet. Jetzt habe ich ein bisschen versprochen. Scheiße, ach, ich höre lieber auf. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Also, meine Frau geht nicht mit, weil die muss ja auf der immer aufpassen. Aber ich werde den Film auch schon mehrmals ins Kino gehen. Also, von daher nicht so dramatisch. Ja, und natürlich werde ich mich wieder verkleiden zu den Darth Vader wieder. Und das werden wir jetzt dann gleich mal machen. Nach dem Video wird wieder ein großer Akt werden. Und dann gibt es ein paar Ausschnitte vor der Vorpremiere, wo ich eben da rumlaufe und keine Ahnung, mal gucken, was es für Videos gibt. Bin gespannt. Und nach dem Film wird es noch von mir eine Review geben, wie ich den Film fand. Natürlich komplett spoilerfrei, wie ihr mich erkennt. Okay, beim letzten Star Wars Review habe ich zu viel gespoilert, war ein Fehler von mir, aber diesmal wird es wirklich keine Spoiler geben. Und ja, seid gespannt, wie mir der Film gefallen hat, wie ich dann strahle oder weine vor der Kamera, werden wir dann später sehen. Auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei dem kleinen Einblick von unserer Vorpremiere hier in Bayreuth. Natürlich kann man es nicht vergleichen mit München, Berlin, ne? Aber trotzdem ganz cool. Und mal gucken, wie viele verkleidete Personen auch dort sein werden. Seid gespannt und viel Spaß jetzt dabei. Bis nach dem Film oder noch während dem Film. Nicht während, sondern oh Gott. Ich laber eine Scheiße, ich bin schon da aufgeregt. Ich bin schon, ich freue mich auf jeden Fall. Viel Spaß. Hallo. Guck mal, ein riesen Ständer. Da kommt der dunkle Lord. Vorsicht, Stufe. Dunkler Lord. Ich bin jetzt demaskiert und jetzt geht's gleich los. Star Wars Rogue One, let's go! Und wir hören uns dann später wieder nach dem Film. Möge die Macht mit euch sein. Oh, falsches Zeichen. Ich habe mir die Maske abgerissen und die Handschuhe kommen auch runter. Es war so warm im Kino mit der Maske. Wahnsinn! Ja, Maske kommt jetzt mal auf Seite. Und ihr seht schon, ich bin wieder in mein Zuhause. Ich muss mal kurz die Kamera noch ein bisschen richten, damit es irgendwie passt. So, jetzt passt es ganz genau. So, ich bin zu Hause, wieder zurück in der guten, warmen Stube. Und Star Wars ist zu Ende, die Vorpremiere, Wahnsinn. Und man merkt schon, dass eben der Hype von Star Wars etwas zurückgeht, bei uns zumindest in Bayreuth, denn das Kino war nicht ausverkauft bei uns. Es gab auch nur zwei Kinosäle, einmal mit der Original
Synchro und einmal eben die deutsche Version. Alle beide liefen in 3D. Und es war wirklich nicht viel los. Aber ich war auch der Einzige, der verkleidet war. Aber war es mir wurscht oder war es mir auch wert. Denn es war einfach ein richtig cooles Erlebnis, wieder da in eine Maske reinzuschlüpfen. Obwohl meine Füße wirklich mir jetzt extrem wehtun ohne Ende. Denn ich habe so extra Frauenschuhe mir geholt, damit es ein bisschen besser zusammenpasst. Und die sind so eng. Alter Schwede. Ja, natürlich auch noch ein kleines Mitbringsel. Denn es gab nämlich bei uns im Kino nämlich ein Star Wars Menü für 10,90 Euro. Mit einer großen Kohle und einem großen Popcorn. Und dazu einen wunderschönen Darth Vader Glas. Trinkglas. Und es schaut echt sehr stark aus. So schaut's aus mit dem imperialen Wappen und eben da so in weiß-roter Schrift. Echt cool und unten natürlich auch noch drauf Star Wars. Ja, so liebe Filmfreunde, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Wir gehen jetzt mal zu dem Film. Um was geht's da? Wer spielt alles mit? Und ja, Star Wars, zumindest Star Wars Rogue One, ist eine Star Wars Story, ist halt eben der erste Anthologiefilm der Star Wars Reihe und kommt heute am 15. Dezember 2016 regulär ins Kino und bei ihm uns liefert eben um 0.01 Uhr die Vorpremiere. Ist auch die Vorgeschichte eben zu Episode 4. Ja, so weit des Großen und Ganzen. Mehr braucht man zu wissen. Also wie gesagt, keine Spoiler, keine Angst. Ja, wer spielt alles mit? Und zwar, die Felicia Jones ist die Jane Erso oder Orso. Ach, ich weiß die Namen, die machen mich alle fertig. Hat bei Amazon Spider-Man Amazing Spider-Man 2 mitgespielt und bei Inferno. Dann der Diego Luna ist Cassian Andor, hat mitgespielt bei Elysium und auch bei Contraband. Dann der Ben Mendelsohn ist Director Orson Quenick, hat bei Exodus mitgespielt und bei Dark Knight Rises. Dann der Donnie Yen, ich lasse mal den Namen weg, wie der auch im Film heißt, Jeritu Imwe, hat bei Highlander mitgespielt, Endgame und bei Blade 2. Matt Mikkelsen ist der Gale Orso, hat mitgespielt bei Doctor Strange und natürlich auch aus der Hannibal-Serie. Und noch zum Schluss Forrest Whitaker als Saul Gerrer, hat mitgespielt bei Southpaw und bei Der Butler und natürlich bei vielen anderen bekannten Filmen noch. Ein richtig cooler Schauspieler auch. Ja, der Film geht 134 Minuten, wow, länger als Episode 7 und ist ab 12 Jahren freigegeben. Ja, richtig cool. Handlung, wie gesagt, spielt zwischen Episode 3 und Episode 4 und sie wollen eben die Pläne des Todessterns stehlen, die Rebellen. Oh, ich habe so viel Popcorn gegessen. Und wie die gute Mon Mothma in Episode 4 gesagt hat, viele Botaner erlitten den Tod. Ja, das geht hier auch wirklich zur Sache bei dem Film. Also hier wird wirklich nichts verschönigt. Natürlich ist es auch ein Disney-Film, es spritzt kein Blut, ist völlig klar. Aber was mir wirklich extrem positiv auffällt, er versucht nicht witzig zu sein. Er ist eigentlich wirklich ein sehr erwachsener Star Wars-Film. Er hat einige lustige Momente mit dabei, aber wirklich sehr dezent. Also es ist nicht extrem übertrieben lustig. Sehr ernste Geschichte auch. Wurde auch wirklich sehr gut rübergebracht, diese Story. Eben der Übergang zwischen Episode 3 und Episode 4, zumindest halt eben der Anfang von Episode 4. Richtig klasse. Wusch. Ja. Hier steht auch der Krieg wirklich im Mittelpunkt bei diesem Film. Also hier wird wirklich gekämpft, gekämpft und gekämpft. Und was natürlich hier extrem positiv auffällt, wirklich diese alten Schiffe, Sternenzerstörer, AT-AT, AT-ST, X-Wing, erscheinen hier wirklich im extrem neuen, alten, dreckigen Glanz, wie es eben aus der Episode 4, 5 und 6 zu sehen ist. Richtig cool. Was arbeitet ihr denn? Haben wir mal ganz knusper? Die Katzen machen hier echt wahnsinnig. Einfach nur der Hammer. Wirklich gigantisch. Die Effekte waren wirklich bombastisch. Und ich hatte echt eine Gänsehaut, wenn man das erste Mal den Todesstern sieht. Unglaublich. Wirklich unglaublich toll. Auch Darth Vader hier wirklich echt erstklassige
Wow, super. Also wirklich, also Gänsehaut pur. Ich kann nur sagen, der Film war wirklich für mich persönlich episch, episch. Denn halt eben wirklich diese ganze Storyline und auch eben diese ganzen Effekte und auch diese ich kann es einfach nicht beschreiben, einfach, das war einfach nur cool und gigantisch und ich werde auf jeden Fall mal ins Kino gehen. Und auch die Charaktere sind, finde ich, auch sehr gut ausgerechnet, die ganzen Charaktere. Und ein neuer Droide, ja, darf natürlich auch nicht fehlen bei dem Film, und zwar K2. Und er lockert ein wenig die ganze Stimmung ein bisschen auf mit ein paar coolen Sprüchen, aber auch wirklich passt perfekt. Also man merkt, okay, die wollen jetzt extra nochmal Witz reinbringen für die jungen Schauspieler, für die jungen Zuschauer, sondern es war wirklich schon trotzdem sehr ernst. Und ja, Ende ist ja wohl bekannt. Nach Episode 4 weiß jeder, was passiert. Und wie gesagt, also wirklich, geh in den Film rein, schaut ihn euch im Kino an. Es lohnt sich definitiv. Hammer. Wirklich Hammer. Kann ich eben jetzt von Episode 7 nicht so behaupten. Beim ersten Mal sehen, da war ich wirklich etwas enttäuscht. Aber wie gesagt, ich habe auch wirklich keine Erwartungen an den Film gehabt. Ich habe mich auch vorher nicht informiert über diesen Film, was alles passiert, wie was passiert. Ich habe mir auch nur 2 Trailer angeguckt. Den finalen Trailer habe ich komplett mal weggelassen, weil es schon geheißen hat, da wird wohl gespoilert. Ich, okay, alles klar, ich schaue nichts mehr weiter an. Habe auch nichts mehr nachgelesen von diesem Film. Und ich war wirklich, wirklich begeistert, bin ich aus diesem Kino rausgegangen. Wirklich gigantisch. Natürlich auch ein bisschen negative Punkte gibt es natürlich bei dem Film auch. Aber wirklich jetzt, das sind eigentlich jetzt so Schönheitsfehler. Und zwar einmal der Soundtrack. Man merkt einfach hier, dass John Williams nicht die Musik gemacht hat. Ja, es ist, man kann es sich anhören, aber es ist jetzt nicht mehr so episch oder so monumental, wie jetzt die Episoden 1 bis 7, Entschuldigung. Soundtrack, okay, kann man jetzt, ist eine klare 3 oder 4, also nichts Besonderes. Und wie auch schon bei Episode 4 habe ich feststellen müssen, dass das 3D im Kino einfach nur scheiße ist. Also bei uns zu Hause Episode 7 ist so geil, wirklich hammercool auf der Leinwand zu gucken, aber im Kino ständig diese Doppelbilder, also ich habe den Sternzerstörer, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesehen von dem einen und demselben Bild, das hat mich extrem gestört und extrem genervt und auch das waren wirklich so viele Doppelbilder bei uns im Kino, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das hat mich wirklich extrem, extrem gestört bei diesem Film, aber auch wie auch schon bei Episode 7. Zu Hause, ich freue mich auf jeden Fall auf zu Hause 3D, denn das, ich liebe, ganz ehrlich, ich liebe 3D. Also mir gefällt es sehr gut. Ich mache es auch, ich schaue eigentlich am liebsten 3D-Filme an, wenn es ein 3D gibt. Aber im Kino bin ich immer wieder enttäuscht, dass eben diese Doppelbilder sind, das nervt extrem. Ja, an was gebe ich jetzt diesen Film? Also ich würde fast eine 9,5 von 10 geben, ohne 9. Also ich würde ihn schon in die höheren Lagen machen, auf jeden Fall. Denn er lohnt sich auf jeden Fall ins Kino zu gehen. In diesen 42 Stunden wird es einfach überhaupt nicht langweilig. Einfach nur Hammer. Wirklich, geht rein, es lohnt sich. Geht rein, geht rein, geht rein. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich was gar nicht sagen. Es war einfach nur episch. Wirklich episch. Allein schon die letzte Schlacht. Und was mir auch noch positiv aufgefallen ist, hier wurden wirklich mal Schiffe eingesetzt, nicht so wie bei Episode 7. 12 X-Wings zerstören dann einen kompletten Planeten. Nein, hier wurde wirklich nachgedacht und auch wirklich mal Material verwendet, also an Schiffen. Richtig geil. Und das ist so mein Schlusswort zu diesem Film noch. Einfach nur geil. Und ja, jetzt noch zum Schluss gibt es noch ein paar lustige, oder zumindest das lustige Anziehen meines Anzuges mit meiner Frau im Schnelldurchlauf. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei dem Video und noch ein paar lustige Outtakes zum Schluss, ganz zum Schluss. Muss man mal gucken, wie ich das zusammenschneide. Vielleicht sind die auch schon automatisch mit vorne mit drin. Ich weiß nicht genau, wie ich es mache. Es ist jetzt 4 Uhr gleich und das Video soll fertig werden. Na gut, alles klar. Ich sage jetzt mal gute Nacht, tschüss mit Ö und Beep und live long and prosper. Ach, schon wieder verkehrt. Scheiße. Naja, ihr wisst ja, ich liebe beides. Tschüss.